Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. So, die erste Folge ist vorbei. Ich habe noch nichts gesehen. Die ist bei mir gerade noch ungerendert auf der Festplatte. Und naja, ich wollte die dann nachher rendern und euch zur Verfügung stellen. Weiß noch nicht, wann ich sie hochlade, aber okay. Wir haben jetzt hier einen Zettel gefunden, aber nicht im Inventar. Doc ist mit Gold in seiner Praxis. Boso, der alte Pirat. Der ist ein Spelunke, ich würde sagen, schauen wir doch erstmal bei Doc vorbei. Es geht doch nichts über frische Seele. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Tonis Mutter. Psst, du verscheust die Fische. Fauler Fisch. Nah dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tue ich nur. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunk? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Ach ja, gehen wir doch dann erstmal Doc besuchen. Und wir brauchen doch diese ollen Schnöden. Ach, die brauchen wir doch nicht, diese Karte. Aber na gut, ich glaube. Sieht so aus, als wäre es hier rein. Oh nein, ich weiß schon, was uns jetzt bevorsteht. Mir kommt schon die Erinnerung, wenn ich diese blöde Höhle sehe. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbug. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dings-Star-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen? Mimimi. Ich werde ja schon zeigen, wer hier überlegen ist. Das schaffen wir noch mit links. Ich meine, das ist doch nur so eine blöde Höhle. Mann sagt Platz. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz! Mach Platz! Bravo! Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es... Ein Platz! Entschuldigung, da bin ich gerade echt aus Versehen auf die Maus gekommen. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht! Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Der hat jetzt nicht wirklich vor dem Roboterhund Platz gemacht. Aber okay, wir haben keine Zeit dafür. Mach, lass mich bitte durch, ich muss zu Doc. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh. Das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum packst du es mir dann nicht einfach? Ah, glaub mir, das
kriegst du wieder. Lässt du mich bitte herein? Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte, bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch. Schön, das hilft uns vielleicht weiter. Ja, wär ich ein artiger Roboterhund? Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Oh, du Mieser. Ach, blöde Zölen, blöde Schaltkreise, blödes kybernetisches Gehirn im blöden Köter. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Kann man hier irgendwie... Ja, hier kann man alles schön machen. Farbeimer, Kurbel, Isolierband, Stock... Ein Stock. Hundi. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Da können wir nicht einfach nur... Was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Darauf wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Ich lege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Oh, sag das doch gleich. Dann holen wir ihm das blöde Stöckchen. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Nein! Oh Junge! Das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr! Ich hab da gerade sowas beobachtet. Die Lampe ist angegangen. Aber der ist auch zu blöd, dass er den Stock in die Fresse nimmt. Mann. Nehmen wir erstmal hier alles mit. Die Kurbel mit. Farbeimer kann man nichts machen. Die Sondierband nehmen wir mit. War hier sonst noch was? Die Lampe? Können wir die ausnehmen? Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Okay, können wir schon... Können wir den... Irgendwie die Kurbel hier anfassen? Das würde einen prima Grillspieß abgeben. Leider wäre dieser Blechköter nur schwer verdaulich. Nein, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Kurbel elektrisch wäre, wozu dann Kurbeln? Was hier so lieber mit dem Stock? Jetzt haben wir ein Iso. Ich weiß es jetzt wieder. Oh Gott, nein. Leute, gleich ist was zu lachen. Genau. Home Run. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag. Wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag.
wegen Elektroschlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Yeah. Oh, da habe ich mir selbst was... Das hatte ich irgendwie besser in Erinnerung. Okay, dann nehmen wir den isolierten, elektrisch aufgeladenen Stock und... Ja, willst du jetzt nochmal apportieren? Jetzt weißt du ja, wie es geht. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Psst. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund? Nein! Oh, Junge! Ich werde nicht mehr! Oh, Junge! Das war alles so geplant. Ja, ich geh mal schlafen. Was haben wir hier? Eine Uhr? Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Ja, okay. Und das hier? Elektroden. Ob da wohl drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Ja, ist ja gut. Hey Doc, Rufus. Endlich. Joel hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Da sagst du was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Ivo, das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Ja, und es ist deine Freundin. Ach, aber gut, dann gehen wir eben doch wieder weg. Hallo, Robohund. Okay. Hey, du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Und dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Ich will es gar nicht erst wissen. Okay, dann schauen wir mal wieder auf die Karte. Gehen wir mal. Oder sollen wir kommentieren auf den schnellen Weg? Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldenkarten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh.
Au! Autsch! Ei! Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Nein, das machst du bisher ziemlich gut. Aber Leute, das gab jetzt in der die letzten Folge war ein bisschen ordentlich länger. Ich mache dann für diesmal wieder eine kürzere Folge. Das heißt, in der nächsten Folge holen wir uns die Datasetten für Golds Gehirnimplantat und Gedächtnis und so weiter. Natürlich auch die Aufstiegscodes, aber natürlich sind die Erinnerungen wichtiger als der Goal, ne? Auf jeden Fall. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chaos auf Deponia. Bis dahin, tschüss.